Herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Aktienrecht. Wir sind beim Thema 2, die Entstehung der Aktiengesellschaft. Dabei haben wir eine ganze Reihe Punkte, wie Sie sehen. Wir müssen sprechen über den generellen Ablauf des Verfahrens, dann die Feststellung der Satzung, dann die Bestellung der Organe, dann die Einzahlung des Kapitals, dann die Prüfung und schließlich noch das gerichtliche Eintragungsverfahren. Ein ganz spannendes Thema, was Sie mit Sicherheit begeistern wird. Bevor wir aber dazu kommen, eine kurze Wiederholung des Stoffs der letzten Woche. Ich habe mir hier die Mühe gespart und habe einfach nur die Wiederholungsfragen aus der Gliederung auf die Folie geschrieben, die Sie ja jetzt mit Sicherheit alle schon fleißig nachgearbeitet haben. Also, wie sieht's aus? Wodurch unterscheidet sich eine Aktiengesellschaft von einer GmbH oder einer Personengesellschaft? Sie erinnern sich düster, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Das ist 7 Tage her. Das ist im mittelfristigen Gedächtnis. Da sollte es auch hängen geblieben sein. Sonst sollten Sie sich mal untersuchen lassen. Die Satzungsstrenge. Wo steht die Satzungsstrenge? Das erinnern Sie sich? Ja, Paragraph 23 Absatz 5, die Satzungsstrenge. In den Personengesellschaften der GmbH gilt grundsätzlich Vertragsfreiheit, in der AG gilt Satzungsstrenge. Gut, ein Unterschied, schon mal einer von 18 Punkten. Was brauchen wir noch für Unterschiede? Fallen Ihnen noch mehr ein? Allerdings im Unterschied zur GmbH, im Ausland der Satzungsstrenge hat die Aktiengesellschaft zwingend 3 Organe, und auch den Aufsichtsrat. Ja, in der Tat, die Unterschiede können Sie relativ einfach in den ersten 3 Paragraphen des Aktiengesetzes erkennen. Paragraph 1 Absatz 1 Aktiengesetz sagt, die Gesellschaft haftet nur mit ihrem Vermögen, die Gesellschafter haften nicht. Genauso 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz. Dann haben wir zweitens das Grundkapital, Paragraph 3, mindestens 50.000 Euro in der AG, in der GmbH, wissen Sie alle, Paragraph 5, 25.000 ist die Hälfte. Dann die Zahl der Gründer. Wie viele Gründer brauchen Sie für eine Personengesellschaft, wenn Sie eine GbR, eine OHG und eine KG gründen wollen? Mindestens 3? 2. Genau, mindestens 2. Wie viel brauchen Sie mindestens für eine AG oder GmbH? Ja. Ja, für die GmbH brauchen Sie genau einen, der kann gleichzeitig Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter sein. Für die AG brauchen Sie 4, sagt der Kollege. Jetzt sage ich, naja, guck mal in Paragraph 2, da steht doch drin, Sie brauchen nur einen Gesellschafter. Wie kann das denn? Wieso brauchen Sie dann 4? Da steht drin, mit einem Gesellschafter können Sie eine AG gründen. Ja, der Aufsichtsrat muss aus 3 Personen bestehen. Okay, dann brauche ich 3. Warum brauche ich dann 4? Wer ist denn der Vierte? Ja, der Vorstand muss mindestens eine Person enthalten und darf nicht personenidentisch mit dem Aufsichtsrat sein. So ist es. Der Vorstand muss eine Person enthalten und darf nicht personenidentisch mit dem Aufsichtsrat sein. Das heißt, Sie brauchen immer 4 Personen. Ja? Gut. Da haben wir noch einen Unterschied. Was haben wir noch für Unterschiede? Genau. In der GmbH dürfen Sie nach § 30 Absatz 1 alles ausschütten, bis das Stammkapital erreicht ist. In der AG dürfen Sie nur jeweils den Jahresüberschuss an die Aktionäre verteilen. Nochmal zu den Organen. Wie ist das Verhältnis der Gesellschafter zum Geschäftsführer in der GmbH? Was können die so machen? Also der Geschäftsführer bei der GmbH, der kann jederzeit abgestellt werden. Genau. Also der Vorstand der AG ist weisungsfrei, 76, er leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung und er kann nur aus wichtigem Grund abberufen werden, 84, 3.
Der Geschäftsführer einer GmbH ist nach 37.1 an die Weisungen der Gesellschafter gebunden und nach 38.1 GmbH-Gesetz jederzeit abberufbar. Das heißt, der sitzt sozusagen im Nichts. Nur, wie ist eine Personengesellschaft mit Geschäftsführung? Wer führt in der OHG die Geschäfte oder in der KG? Ja, bei der OHG die unbeschränkt haftenden Gesellschaften, die Komplementäre, bei der KG die unbeschränkt haftenden Gesellschaften, die Komplementäre, bei der OHG haften alle unbeschränkt, damit auch alle, und zwar gilt Einzelgeschäftsführung und Einzelverträge, das heißt, jeder kann auch ohne Mitwirkung der anderen handeln. Wie ist es vertraglich ausgestaltbar? Kann ich sagen, okay, wir wollen einen anstellen, der führt ab sofort die Geschäfte und vertritt uns? Geht das in der OHG und KG? Kann man da so einen Geschäftsführer anstellen, der das alles macht? Also einen Geschäftsführer geht nicht, sondern das ist sogar schon, aber ich kann natürlich an einen die Geschäftsführung übertragen. Ja, in der Tat, es gilt der Grundsatz der Selbstorganschaft, das heißt, es muss mindestens ein Gesellschafter vertretungsbefugt oder geschäftsführungsbefugt sein. Ich kann aber alle anderen ausschließen, ich kann also sagen, der Einzelne ist der Einzige, der darf, die anderen sind alle ausgeschlossen. Das ist unproblematisch möglich. Gut, das haben wir so ein paar Unterschiede herausgearbeitet. Sehr schön. Gucken wir uns mal die nächste Frage an. Welche Gründe sprechen dafür, welche gegen die Gründung einer Aktiengesellschaft für ein bestimmtes Unternehmen? Warum sollten Sie eine AG wählen und keine andere Gesellschaft oder umgekehrt? Was spricht gegen die AG? Da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, da sollte Ihnen jetzt was so einfallen. Warum AG? Und nicht irgendwas anderes. Ja, also einerseits habe ich bei der AG andere Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung. Dann verhält es, also gegen die AG würde auf der anderen Seite aber sprechen, dass ich ja keine Satzungsfreiheit habe. Für die AG wiederum, dass ich eine höhere Einlage habe, das heißt gegenüber anderen Gesellschaften möglicherweise besser dastehe, es ist auch leichter für mich, möglicherweise Geschäftsführer zu akquirieren oder Aufstandsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglieder. Und das würde gleichzeitig auch gegen die GmbH möglicherweise sprechen, dass ich da die niedrigere Einlagepflicht habe. Und dann möglicherweise noch, was gerade besprochen wurde bezüglich der Ausschüttung, könnte auch von Interesse sein. Ja, also um die Punkte zusammenzufassen. Erstens, ich habe einen Imagevorteil. Die Aktiengesellschaft, das klingt nach was, da geben die Banken eher ein Darlehen. Erstens, weil der Kapitalschutz besser ist, ich nicht alles ausschütten darf. Zweitens, weil das Mindestkapital automatisch höher ist. Und drittens, weil es eben diesen Aufsichtsrat gibt, der ständig dem Vorstand auf die Finger guckt. Zweitens, ich finde vielleicht eher Aufsichtsrat und Vorstandsmitglieder, weil die weitgehend unabhängig sind von dem, was die Mehrheitsaktionäre wollen. Der Vorstand kann frei entscheiden und muss nicht ständig damit rechnen, dass ihm irgendwelche Weisungen erteilt werden und seine Pläne vernichte gemacht werden. Das heißt, es ist vielleicht ein gewisser Anreiz, dass man da auch einen sicheren Job kriegt und da in der Amtszeit schalten und walten kann. Dritter Vorteil, ich kann die Aktionäre klein halten, weil solange ich die Mehrheit habe, können die mir nicht reinreden. Das heißt, wenn ich 51% der Aktien behalte, können die machen, was sie wollen, dann kann mir keiner reinfuschen. Ich genieße weiterhin als Vorstand Unabhängigkeit und kann in der Hauptversammlung alle wesentlichen Probleme abwenden. Und schließlich habe ich als AG auch noch die Möglichkeit, Anteile schnell zu übertragen. Ich brauche keinen Notar für die Übertragung von Anteilen. Ich komme schnell wieder raus. Wenn ich also keine Lust mehr auf die AG habe, heute verkauft, morgen gekauft, schon Problem erledigt. Also Sie sehen, AG, tolle Sache. Gegen die AG die Satzungsstrenge. Wenn Sie irgendwelche tollen Regeln haben wollen mit einer Erbmonarchie für den Vorstand oder ähnliches, nach dem Motto, Ihre Kinder werden nach Ihnen Vorstand, das geht in der AG nicht. In der AG wird der Vorstand immer vom Aufsichtsrat gewählt, da können Sie nichts anderes regeln. Oder wenn Sie in der AG irgendwelche ganz tollen, komplizierten Regelungen haben wollen für die Übertragung der Anteile, wird schwer. Sollten Sie lieber lassen, Vinkulierung machen wir noch, aber das ist in der GmbH deutlich einfacher, weil da der Notar drüber gucken muss. Drittens, AG ist, soll man sagen,
unhandlich, weil sie diese Ausschüttungsbeschränkungen haben und weil sie immer den Aufsichtsrat haben müssen. Das heißt, wenn Sie mal schnell eben eine Gesellschaft gründen wollen, brauchen Sie nicht unbedingt Ihre drei Freunde dazu als Aufsichtsrat. Dann machen Sie lieber eine GmbH. Die können Sie heute gründen und morgen wieder auflösen, wie Sie wollen. Das ist viel flexibler. Also, AG legt Wert auf Kontinuität, auf Sicherheit und vor allen Dingen eine schnelle Ausstiegsmöglichkeit der Investoren. Das haben Sie in den anderen Rechtsformen nicht. Nächste Frage: Was ist eine Aktie? Inwieweit hat dieser Begriff mehrere Bedeutungen? Welche Kategorien unterscheidet das Gesetz? Fangen wir den ersten Teil an. Was ist eine Aktie? In meinem Safe liegen 100 Aktien. Was stellen Sie sich darunter vor? Eine Aktie ist eigentlich der Geschäftsanteil einer Aktiengesellschaft. Und damit wird auch das Papierstück bezeichnet, das diesen Anteil verdient. Ja, also eine Aktie bedeutet zunächst mal einen Geschäftsanteil, eine Quote. Ja, ich würde sagen, Sie meinen auch die Mitgliedschaft. Ja, in der Tat, es hat drei Bedeutungen. Das eine ist die quotale Beteiligung am Grundkapital. Das zweite ist das Wertpapier, das Papier, das man in der Hand hat. Und das dritte ist die Berechtigung, die Stimmrechte, die Gewinnanteilsrechte. Auch die bezeichnet man als Aktie. Es hat also drei Bedeutungen. Erstens ist die Mitgliedschaft, die Berechtigung. Zweitens die Beteiligung, die Quote. Und drittens das Papier, das, was man handeln kann. Drei Bedeutungen. Damit haben wir die zweite Frage auch schon beantwortet. Und dann haben wir am Anfang, als ich diese ganzen Bilder von Aktien gezeigt habe, auch schon über verschiedene Arten von Aktien gesprochen. Wir haben nämlich gesprochen über Nennbetrag und Stückaktie. Was war denn nochmal Nennbetragsaktie und Stückaktie? Nennbetragsaktie ist halt über einen bestimmten Wert, der sich wiederum als Anteil des Grundkapitals bemisst. Und eine Stückaktie ist an sich ein bestimmter, festgelegter Anteil am Grundkapital. Genau. Auf einer Nennbetragsaktie steht ein Betrag drauf. Steht drauf, diese Aktie hat einen Nennbetrag von 5 Euro, 100 Euro, 1000 Euro. Wenn man die Nennbeträge aller Aktien addiert, kriegt man das Grundkapital raus. Ja? Also wenn Sie alle Nennbetragsaktien zusammen addieren, kommt daraus das Grundkapital. Es gibt da keine Lücke. Umgekehrt, bei einer Stückaktie steht genau drauf, Sie haben ein Stück. Das heißt, das Grundkapital wird durch die Gesamtzahl der Aktien geteilt. Wenn es also 1000 Stücke gibt, wird durch 1000 geteilt. Wenn es 100.000 Stücke gibt, wird durch 100.000 geteilt. Wenn es 1 Million Stücke gibt, wird durch 1 Million geteilt. Und daher wissen Sie sozusagen Ihren Anteil am Grundkapital erst dann, wenn Sie es multiplizieren mit der Gesamtzahl der Aktien. Klar? Gut. Das ist einfach. Ne? Stückaktie, Nennbetragsaktie. Dann gibt es eine andere Kategorie, die haben wir nicht besprochen bei diesen Kategorien. Das ist Namensaktie und Inhaberaktie. Wir haben nämlich nur Inhaberaktien gesehen. Inhaberaktien zeichnen sich dadurch aus, dass da drauf steht, der Inhaber ist berechtigt. Das haben wir gesehen, schon immer drauf. Der Inhaber dieser Aktie ist nach Maßgabe der Satzung berechtigt. Erinnern Sie sich daran? Stand bei BASF drauf, stand bei Condomi drauf, bei Beate Uhse, steht überall das Gleiche drauf. Es gibt aber auch Namensaktien. Wenn die einen Inhaberaktien heißen, die anderen Namensaktien, was zeichnet wohl eine Namensaktie aus? Ja, dass der Name dessen Rechte verbrieft sind, darauf gezeichnet ist. Ja, da steht drauf, Herr sowieso ist als Aktionär berechtigt, bla bla bla. Ja? Bei Inhaberaktien steht einfach nur drauf, der Inhaber. Da steht kein Name drauf, ist völlig anonym. Bei Namensaktien steht drauf, wer berechtigt ist. Einfach, ah, geht. Inhaber und Namensaktien. Wir haben aber noch gesprochen über Vorzugsaktien und Stammaktien. Was sind Vorzugsaktien? Ja, Vorzugsaktien sind solche, die keine Stimmrechte begründen, aber einen in der Regel höheren Dividendenanteil und den Vorzug der früheren Auszahlung der Dividenden. Ja, also Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht, aber sie kriegen stattdessen einen Vorzug. Der Vorzug ist ein Betrag, der wird ausgezahlt, bevor die Dividende überhaupt verteilt wird, also sozusagen eine Art Vordividende, und kriegen trotzdem noch die normale Dividende obendrauf. Die kriegen also doppelt Geld sozusagen. Bevor alle anderen Geld kriegen, kriegen die erstmal die Sahne von oben ab. Ja, damit haben wir das erledigt.
Frage, warum hat die Aktiengesellschaft so eine deutliche wirtschaftliche Bedeutung? Ist das so, weil das die häufigste Gesellschaftsform ist, weil jeder Deutsche Aktien im Depot hat? Also es liegt einerseits daran, dass die Aktiengesellschaften die größten Arbeitgeber in Deutschland sind, die größten Unternehmen. Und es liegt einfach daran, dass die Aktien die Möglichkeit gibt, auch für kleine Investoren, sich an großen Unternehmen zu beteiligen, ohne eben halt Notarkosten dadurch zu verursachen, die ja sonst den Vorteil wieder zunichte machen würden. Ja, also die Aktiengesellschaft sind die größten Unternehmen in Deutschland, aber es sind bei weitem nicht die meisten, es sind die wenigsten Unternehmen Aktiengesellschaften. Und zweitens ist es so, Aktiengesellschaften sind nicht alle börsennotiert, es gibt auch viele nicht börsennotierte, aber Aktiengesellschaften ermöglichen eine breite Streuung, das heißt, sie haben viel mehr Gesellschafter als eine GmbH. Bei einer GmbH haben sie im Durchschnitt 3 Gesellschafter, teilweise sogar nur einen. In der AG haben sie regelmäßig mehrere 100, wenn nicht sogar 1000, wenn sie börsennotiert sind. Das heißt, wir haben eine Massengesellschaft und damit wird das ganz interessant auch für ein Massenpublikum. Ja, damit haben wir auch diese Frage beantwortet. Dann kommt die Frage für die Rechtsgeschichtler unter Ihnen. Seit wann gibt es so Aktiengesellschaften? Ist das so im römischen Recht schon verankert? Würde Herr Schermeyer sagen, das war schon alles in den Digesten vorgezeichnet? Gab es da schon Aktiengesellschaften? Kannten die Römer sowas? Corpus corporaris? Corporis wäre richtig, aber gut. Keiner hat aufgepasst. So, was sagen Sie dazu? Kannten die Römer Aktiengesellschaften? Asterix und die Trabantenstadt oder sowas? Seit wann gibt es so Aktiengesellschaften? Was schätzen Sie? Ich bin mir über die Zahlen nicht mehr genau sicher, aber wir haben letztes Mal gesagt, dass die erste Aktiengesellschaft eine Bergwerksgesellschaft gewesen ist. Ja. Und ich meine, wir hatten gesagt, dass das irgendwann um 1600 war. Wenn ja, 1600, aber ja, 16. 17. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert, also 1612 waren so die ersten Aktien, die ausgegeben worden sind. Das heißt, eine relativ moderne Errungenschaft. Richtig populär geworden ist das Ganze erst Ende des 19. Jahrhunderts. Warum ist es erst da richtig populär geworden? Warum waren die Aktiengesellschaften im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, gab es ein paar, also wir haben gesehen, Handelsgesellschaften, die von Holland nach Indien gefahren sind, die von England nach Indien gefahren sind, gab es alles. Aber warum war sozusagen der Trend zur Aktiengesellschaft erst im 19. Jahrhundert und vor allen Dingen im späten 19. Jahrhundert? Ja, das wäre ein Argument, dass HGB Mitte des 19. Jahrhunderts als Gesetz des Norddeutschen Bundes, beziehungsweise als Gesetz des Deutschen Bundes am Anfang, das heißt, da gab es dann immer die Umsetzungsgesetze. Ich kann Ihnen aber sagen, auch in jedem anderen Staat der Welt gab es noch keine Aktiengesellschaften. Auch international sind die Aktiengesellschaften erst im Trend geworden im 19. Jahrhundert. Ja, man hat die Industrialisierung, hat festgestellt, um wettbewerbsfähig zu sein, muss man möglichst groß sein. Auf einmal lohnte es sich, groß zu sein. Vorher lohnte es sich durchaus, klein zu sein, denn wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Bäcker im 19. Jahrhundert, sagen wir mal 1812, dann haben Sie Ihr Bergdorf mit 500 Einwohnern und Sie sind der Bäcker. Warum lohnt es sich nicht für Sie, viel Kapital zu akquirieren? Welches Problem haben Sie? Sie haben ja nur eine geringe Absatzmenge, also Sie haben ja nur 500 Einwohner, die werden wahrscheinlich nicht mal alle jeden Tag Brötchen essen, und dementsprechend gering ist die Absatzmenge. Ja, Sie können nicht expandieren, weil wenn Sie expandieren, haben Sie keine Kunden mehr. Die Massenfabrikation setzt nämlich was voraus? Was müssen Sie haben, um wirklich Massenproduktion von Brötchen zu haben? Was ist die Kernvoraussetzung, dass sich eine Fabrik lohnt? Ja, die entsprechende Abnehmerzahl eben, weil wenn ich sonst zu viele Brötchen, sage ich mal, in diesem Fall produziere, müsste ich ja den Rest wegwerfen. Das heißt, ich hätte meine gesamten Waren, die Güter, die ich eingekauft habe, bezahlt, könnte es nicht absetzen und würde ein Miesengeschäft machen. Ja? Jetzt bei Ihrem Beispiel, der Bäcker müsste die Möglichkeit haben, nicht nur an die 500 Dorfbewohner die Brötchen zu verkaufen, sondern auch an die Bewohner des Dorfes B, des Dorfes C, des Dorfes C.
Und wie macht er das heute? Sie wissen, die Bäckereien sind heute am Aussterben. Als ich jung war, hieß es, Bäcker ist ein Beruf, den wird es ewig geben, total zukunftssicher, da kann nichts passieren. Bäcker, Handwerk mit goldenem Boden, da werden Leute ewig nachfragen. Wenn Sie mal durch die Gegend gehen, es gibt kaum noch selbstständige Bäckereien. Sie haben nur noch Kamps und, was weiß ich, die Konkurrenzunternehmen dazu. Ja, soweit ich weiß, denn heutzutage einfach die backfertig, sage ich mal, die Mischung geliefert an die einzelnen Filialen und dort dann nur noch erhitzt, also ich weiß nicht, was man ausbacken nennt, aber halt fertig gebacken. Ja, in der Tat, Sie kriegen vorgebackene Brötchen oder die kriegen die Teigmischung und die müssen in den heißen Ofen tun und holen die rechtzeitig wieder raus und fertig. Mehr machen die nicht mehr. Ja? Die machen keinen Teig mehr, die kriegen wirklich die Brezeln und Brötchen schon in der Form dahin und auf dem Blech und müssen nur das Blech reinschieben, holen es wieder raus und packen es in die Auslage. Und warum hat man es nicht schon im 19. Jahrhundert gemacht, 1812? Ist das so eine revolutionäre Idee, da muss man ein Genie für sein? Ja, man hatte im 19. Jahrhundert noch keine Kühlmöglichkeit in größerem Umfang. Man hatte keine schnellen Transportmöglichkeiten. Wenn man die Brötchen gebacken hätte oder wenn man die Brötchen in das Teig gemacht hätte, hätte man erstmal 2 Stunden mit dem Kutschwagen durch die Gegend fahren müssen. Bis dahin wäre der Teig schon lange vergammelt, je nach Wetter. Das geht also nicht. Das heißt, sowohl die Kühlung als auch die modernen Dieselfahrzeuge waren notwendig, um das Ganze überhaupt attraktiv zu machen. 19. Jahrhundert, die Eisenbahnlinien wurden gebaut, der PKW setzte sich durch, man hatte auf einmal elektrischen Strom, Wahnsinnszeiten und auf einmal lohnte sich, groß zu werden. Es lohnte sich für den kleinen Bäcker zu expandieren. Es lohnte sich für den Kuckucksuhrenmacher auf einmal Massenfabrikation zu machen und die Konkurrenz alle platt zu machen. Auf einmal funktionierte Wettbewerb und zwar groß. Und da brauchte man die Aktiengesellschaft, weil man auf einmal mehr Geld braucht als sein eigenes. Und gab es auch schon die ersten Betrügereien, alles tolle Sache. Ja, gut. Welche Entwicklungen gibt es? Ja, wir haben schon darüber gesprochen, wir möchten gerne mehr Compliance, wir möchten mehr Verantwortungsbewusstsein, wir möchten Corporate Governance, wir möchten, dass die Aktionäre sich aktiv beteiligen an der Unternehmensleitung, wir wollen einen qualifizierten Aufsichtsrat, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen alles besser, schöner, männliches. Wir haben gesehen, seit 1994 ungefähr alle 2 Jahre eine Aktienrechtsreform. Da lohnt es sich also, Aktienrechter zu sein. Herr Koch mit seinem Kommentar hat da jeden Tag mit zu tun, also ein Spaß ohne Ende. Aktienrecht, tolle Sache. Sie sehen, Sie leben hier am Puls der Zeit. Heute die Gründung. Im Aktiengesetz finden Sie Vorschriften dazu, wie man eine AG neu gründet. Gut, sagen Sie. So schwierig, das findet man halt so im Gesetz. In der Praxis spielen andere Regelungen eine viel größere Rolle bei der AG, nämlich die Regelung des Umwandlungsgesetzes. Das Umwandlungsgesetz regelt, wie Sie aus einer GmbH oder einer OHG eine AG machen können. Und der einfachste Weg ist ein sogenannter Formwechsel. Der Formwechsel heißt nichts anderes als, man nehme eine GmbH, füge 3 geheime Zutaten hinzu, rühre einmal um, reiche das zum Registerrichter und am Ende wird dann die GmbH aus dem Register gestrichen und stattdessen eine AG reingetragen. Das Ganze ist ein Fall der Gesamtrechtsnachfolge, kennen Sie aus dem Erbrecht. Die AG ist dann die GmbH und die GmbH ist die AG. Das geht einfach 1 zu 1 über, das ist Identität. Das Umwandlungsgesetz kennt noch 2 andere wichtige Sachen, die Sie lernen müssten, aber nicht dieses Semester. Das eine ist die Verschmelzung. Verschmelzung heißt, ich habe 2 GmbHs und mache daraus eine AG. Oder ich habe 2 AGs, mache daraus eine AG. Oder eine GmbH und eine AG, mache daraus eine AG. Das ist Verschmelzung. Aus 2 mach 1. Sie kennen zum Beispiel, es gab mal ein Unternehmen, das hieß Daimler und ein Unternehmen, das hieß Chrysler. Die sind dann verschmolzen zu Daimler Chrysler. Ja? Und dann gibt es natürlich das Gegenteil zur Verschmelzung, das heißt Spaltung. Das kennen Sie auch. Es gab ein Unternehmen Daimler Chrysler und das hat sich wieder aufgespalten in Daimler und Chrysler. Ja? Toll. Für alle, die viel Geld machen wollen, das ist der Teil Mergers von Mergers und Acquisitions. Acquisitions machen wir im Handelsrecht, Mergers machen wir im Umwandlungsrecht. Kann ich Ihnen ein gutes Buch so empfehlen, was nächstes Jahr erscheint? Börskens Umwandlungs- und Konzernrecht. Das ist top. So, aber das ist nächstes Jahr. Bin ich aber nicht mehr hier. In der Praxis
werden Aktiengesellschaften kaum neu gegründet, sondern fast immer nur umgewandelt. Können Sie sich vorstellen, warum das so ist? Warum nur wenige Leute auf der grünen Wiese sagen, ach komm, lass uns mal eine AG gründen, oder sagen die, ja. Aus finanziellen Gründen einfach. Da ich ja bei der GmbH ein geringeres Grundkapital brauche, kann ich die zunächst gründen, dann das entsprechende Kapital akquirieren und sie dann später umwandeln. Das klingt gut, aber was haben wir letzte Woche dazu gelernt? Ist das richtig? Brauche ich für die Gründung einer GmbH weniger Kapital als für die Gründung einer AG? Wenn ich ganz an der unteren Grenze arbeite. Ich habe gerade gesehen, dass man bei der GmbH die Hälfte braucht und bei der AG ein Drittel. Und das ist, habe ich jetzt ganz grob gesagt, dass es dann im Ergebnis das gleiche ist. Ja, bei der GmbH haben Sie zwar ein Mindeststammkapital von 25.000, Sie müssen aber die Hälfte einzahlen, das heißt 12.500. Bei der AG müssen Sie nur ein Viertel einzahlen, das sind auch 12.500. Das heißt, das Argument ist ein schwaches, daran wird es nicht scheitern. Ja, wenn Sie jung sind und experimentieren, dann wollen Sie nicht unbedingt schon den ganzen Kropf mit Aufsichtsrat und Abschlussprüfung und ach, den ganzen Krempel Satzungsstränge am Hals haben. Da wollen Sie noch eine kreative, frische Satzung schreiben mit lustigen Gags drin, wo dann drin steht, der Detlef ist unser König oder sowas. Das können Sie alles da reinschreiben. Bei der AG geht das nicht mehr. Das heißt, Sie wollen in der GmbH noch experimentieren können. Und dann gehen Sie nach Fox, Höhle der Löwen, und dann kommt der Investor da rein, der macht dann daraus eine AG und dann sind Sie weg vom Fenster. Wie gesagt, gucken Sie sich an The Social Network, dieser Film über Facebook, da werden Sie sehen, wie das funktioniert. Sobald Sie mal groß werden, geht es nur noch den Bach runter. Die meisten AGs wachsen in der Tat da rein, das heißt, sie wandeln erst um, wenn sie kurz vor dem Börsengang stehen oder vor einer großen Kapitalakquise in der Öffentlichkeit. Jetzt sagen Sie, warum macht denn mit uns denn die Neugründung und nicht den Formwechsel? Jetzt könnte ich sagen, was es für eine eigene Vorlesung gibt. Es gibt einen anderen einfachen Grund. Das Umwandlungsgesetz verweist auf die Gründungsvorschriften. Das heißt, wenn Sie einen Formwechsel machen, müssen Sie dabei auch die Vorschriften der Gründung einhalten. Genauso werden Sie verschmelzen oder spalten. Das Gesetz will also, dass Sie diese Vorschriften einhalten. Wenn Sie die hier also nicht gelernt haben, können Sie auch kein Umwandlungsrecht. Deshalb ist das, was wir hier machen, wichtig. Ja? Toller Trick. Wir haben letzte Woche andeutungsweise über die Geschichte des Aktienrechts gesprochen und ich habe Ihnen gesagt, dass es ganz viel reformiert worden am Anfang. In der ganz frühen Phase musste jede AG genehmigt werden vom Kaiser. Da musste gesagt werden, ja, diese AG kann laufen und wenn er nicht gesagt hat, grünes Licht, dann war es das. Wir haben diese Genehmigungspflicht noch im BGB, im Vereinsrecht, in 22, wo wirtschaftliche Vereine staatlich genehmigt werden müssen. Im Aktienrecht kann heute jeder zum Notar gehen, das wird dann eingetragen, wenn er 50.000 bzw. 12.500 hat. Deshalb, das Gründungsverfahren soll zunächst mal die Gründer vor sich selbst schützen. Dass sie einfach mal aus Spaß dahin gehen, an Karneval nach dem 20. Glas Schnaps und sagen, jetzt gründen wir mal eine AG. Und davor schützt sie der Notar. Der Notar prüft, ob sie noch zurechnungsfähig sind und ob sie verstehen, was da ist. Der belehrt sie, der warnt sie. Der Notar ist ein toller Mensch, der verhindert, dass sie hier Mist bauen. Zweitens, die Satzungsstränge verhindert, dass sie Unsinn bauen können. Wenn sie eh nicht gestalten können, nehmen sie die AG so, wie sie ist oder haben Pech gehabt. Das heißt, die Gründer können nicht kreativ werden, weil sie in sehr engen Bahnen sich bewegen müssen. Das Aktienrecht schützt den Gründer vor sich selbst. Zum Zweiten sollen aber auch Dritte vor unseriösen Unternehmen geschützt werden. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, die frühen Aktiengesellschaften nach dem Wegfall des Genehmigungserfordernisses waren oft betrügerische Unternehmen, wo jemand gesagt hat, ja, wir haben ein Kapital von 1 Million, das war aber nur 1 Euro einbezahlt. Solche Geschichten gab es damals. Das gilt es zu verhindern. Dazu hat der Gesetzgeber sehr formalisierte Vorschriften darin, wie das Kapital am Anfang aufzubringen ist. Und er hat eine externe Prüfung angeordnet, eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer, die ja unabhängig sind und die auch relativ teuer haften, wenn sie Mist bauen. Also sowas wie PwC oder ähnliches,
Die haben Geld, wenn die also lügen, sind die dran. Schließlich prüft auch das Gericht, aber das Gericht hat viel zu tun und wenig Zeit. Deshalb ist die gerichtliche Prüfung eine eher dünne, aber auch die soll den Verkehr vor schlechten AGs schützen. Und schließlich soll die AG transparent sein. Und diese Transparenz wird gewährleistet zunächst mal dadurch, dass eine AG auf jeden Fall im Handelsregister eingetragen werden muss. Und solange das nicht passiert ist, haften die Handelnden mit ihrem Privatvermögen für alle eingegangenen Verbindlichkeiten. Außerdem kann die AG vor der Eintragung auch nicht mit den Aktien handeln. Das soll verhindern, dass man irgendwelche Investoren über den Tisch zieht. Die AG kann erst dann aktiv vermarktet werden, wenn sie eingetragen ist. Ja? Das ist das Gründungsverfahren im Überblick. Für alle, die GmbH-Recht letztes Semester gehört haben, kommt jetzt der Teil, der Ihnen bekannt vorkommen sollte, nämlich die Gründung geschieht in verschiedenen Phasen. Und Phase 1 ist dann, wenn Sie sich erstmalig verabreden, eine AG zu gründen. Sie sitzen hier nach dieser Vorlesung unten im Jurishop mit einem Kaffee und sagen, komm, lass uns mal eine AG gründen. Und Ihr Kollege sagt, gute Idee, dann haben Sie den ersten Schritt getan. Aber dieser erste Schritt hat rechtlich relativ wenig Konsequenzen, bis zu dem Moment, wo Sie das Geld in die Hand nehmen und zum Notar gehen. Der Notar freut sich nämlich, wenn Sie da hingehen, aber der verlangt von Ihnen eine Gebühr. Und die Notargebühren sind gesetzlich festgelegt, da kann er nicht darauf verzichten, der kann nicht darüber verhandeln, der nimmt den gesetzlichen Betrag. Wenn Sie nicht bezahlen, tut er gar nichts, kriegen Sie nicht mal einen Kaffee. Außerdem müssen Sie beim Notar sich verpflichten, Aktien zu übernehmen. Das heißt, Sie haben nicht nur eine Satzung, sondern Sie haben gleichzeitig gesagt, ich werde hiermit so und so viele Anteile für so und so viel Euro erwerben. Das ist so eine Art Kaufvertrag. Ja, Sie haben also eine Pflicht begründet, Geld zu zahlen für den Erwerb der Aktien. Sie haben die Aktien noch nicht erworben, sondern Sie haben sich erstmal dazu verpflichtet, diese Aktien zu übernehmen. Eine Übernahmeerklärung abgegeben. Es gibt ja noch keine. Und dann kommt die dritte Phase. Sie bestellen die Organe, Sie wählen also den ersten Aufsichtsrat, der erste Aufsichtsrat wählt den ersten Vorstand und Sie zahlen das Kapital, was Sie versprochen haben, auch ein. Sie gehen also hin und legen das Geld auf den Tisch, bringen die Sachen rüber, die Sie versprochen haben. Das passiert auch noch dann. Wenn Sie dieses alles erledigt haben, dann geht der Vorstand zum Register und lässt das Ganze eintragen. Man nennt diese drei Phasen die Vorgründungsgesellschaft, die Vorgesellschaft und die AG als solche. Die Vorgründungsgesellschaft kann eine GbR sein. Das setzt zwei Sachen voraus. Erstens müssen Sie mehr als einen Gründer haben. Eine Einzelperson kann nie eine Vorgründungsgesellschaft sein, weil die Vorgründungsgesellschaft ist eine Personengesellschaft. Sie müssen also zumindest einen Kumpel haben, der mit Ihnen die AG gründen will. Zweitens muss es schon einen rechtsverbindlich vereinbarten gemeinsamen Zweck geben. Und dieser vereinbarte Zweck kann nicht sein, wir wollen gemeinsam eine AG gründen. Warum können Sie das nicht machen und sagen, wir wollen gemeinsam eine AG gründen und damit haben Sie eine GbR gegründet? Welches Problem hätten Sie da? Klingt auf den ersten Blick okay. Sie treffen sich jetzt gleich im Jurishop und sagen, wir wollen eine AG gründen. Und Sie sind sich einig, tolle Sache, morgen gehen wir zum Notar. Warum haben Sie da ein Problem, wenn Sie damit eine wirksame Gesellschaft gründen könnten? Dass ich ja noch keinen Gesellschaftsvertrag habe, der die einzelnen Aspekte festlegt. Dass Sie noch keinen Gesellschaftsvertrag haben. Was ist denn der Mindestinhalt eines Gesellschaftsvertrages nach 705 BGB? Also das Schuldrecht BT, könnte man sagen. Ja, die Verpflichtung zur Förderung eines gemeinsamen Zwecks. Ja, was wäre der gemeinsame Zweck?
Ist das ein gemeinsamer Zweck? Erstmal ja, allerdings wäre ja dann der Zweck in dem Moment, in dem man eine AG gründet, ja quasi schon erfüllt. Das heißt, man hätte ja dann quasi... Das kann ja vielleicht noch ein paar Wochen dauern, das weiß man ja nicht. Wenn Sie erstmal das Geld zusammenkratzen müssen, vielleicht haben Sie ja gerade nicht 50.000 auf dem Sparbuch, das könnte ja ein paar Wochen dauern. Also daran wird es nicht scheitern, dass der Zweck nur vorübergehend ist. Aber was ist das Problem mit diesem Zweck? Warum ist das nicht ganz so einfach? Welchen Anspruch hätten Sie denn aus diesem Gesellschaftsvertrag? Ja, wenn der Zweck wäre die Gründung einer AG, dann müsste man aufgrund des Gesellschaftsvertrages auch zustimmen der Gründung der AG, wenn man beim Notar ist. Das heißt, der Notar könnte belehren und warnen, so viel er will. Ich müsste ja eh schon Ja sagen, weil ich vorher diesen Vertrag geschlossen habe. Der Vertrag, der mich zur Vornahme eines formbedürftigen Geschäfts verpflichtet, bedarf aber seinerseits der notariellen Beurkundung. Das heißt, ich müsste auch diese Vorgesellschaft notariell beurkunden. Wofür der Notar wieder das gleiche Geld wie dem für die richtige AG, das ist ja ziemlich blöde. Also wenn ich erst zum Notar gehe, lasse beurkunden, dass ich eine Vorgründungsgesellschaft gründe und dann nochmal zum Notar gehe und sage, ich will eine AG gründen, da habe ich doppelt bezahlt und das ist ein bisschen teuer. Deshalb passiert das in der Praxis nicht. Also ist dieser Vertrag unwirksam nach, das ist die spannende Frage, was passiert, also ein bisschen BGB-AT noch hier, das ist nicht intellektuell anspruchsvoll. Ja, 125 Satz 1, Verstoß gegen ein gesetzliches Formgebot, damit unwirksam. Aber wodurch entsteht die Vorgründungsgesellschaft doch? In welchem Moment, wenn Sie jetzt mal an Gesellschaftsrecht denken, Personengesellschaftsrecht, was kann passieren bei einer Gesellschaft, die eigentlich nichtig ist? Ja, wenn so eine Gesellschaft nach außen auftritt, das heißt, wenn sie in Vollzug gesetzt worden ist, nennt man das Ganze fehlerhafte Gesellschaft und eine fehlerhafte Gesellschaft gilt als wirksam entstanden, kann nur mit Wirkung ex nunc beendet werden, mit Wirkung also für die Zukunft. Das heißt, die Vorgründungsgesellschaft ist im Regelfall eine fehlerhafte Gesellschaft und sie entsteht erst dann, wenn sie nach außen auch erstmalig auftritt. Wenn man also anfängt, Visitenkarten zu kaufen, Räume anzumieten oder ähnliches, dann entsteht die Vorgründungsgesellschaft. Vorher gibt es da eigentlich nichts, weil die nämlich formunwirksam ist. Klar? Gut. Haben wir die Vorgründungsgesellschaft? Jetzt, in dem Moment, wo ich beim Notar war, entsteht die Vorgesellschaft. Die Vorgesellschaft ist eine Rechtsform sui generis. Das heißt, auf sie findet bereits das Aktienrecht Anwendung, soweit es nicht die Eintragung voraussetzt. Was meine ich damit? Ganz einfach, die haben schon einen Aufsichtsrat, die haben schon einen Vorstand. Das heißt, alles, was da steht, findet Anwendung, außer es setzt die Eintragung voraus. Und wir werden gleich sehen, es gibt einige einschränkende Regelungen. Und schließlich gibt es die AG als solche. In dem Moment, wo sie eingetragen ist, ist sie richtig AG. Es gilt einfach alles, was im Aktiengesetz drinsteht, also im ersten Buch. Und alles läuft dann normal seiner Dinge. Gut. Die Regelung zur Vorgesellschaft ist zunächst mal europarechtlich vorgegeben. Sie sehen, da gibt es eine Richtlinie. Und zwar eine Richtlinie von 2017, man könnte sagen brandaktuell. Und die sagt, wird vor der Eintragung im Namen der Gesellschaft gehandelt, so haften die Personen, die gehandelt haben, aus diesen Handlungen unbeschränkt als Gesamtschuldner, sofern nichts anderes vereinbart worden ist. Warum steht da 2017? Der europäische Gesetzgeber hat sich entschieden, das Europarecht für sie alle, die Bürger der EU, einfacher zu machen und hat alle Richtlinien, die er mal gemacht hat im Gesellschaftsrecht, in eine zusammengefasst. Und diese Richtlinie ist halt von diesem Jahr. Vorher gab es eine Publizitätsrichtlinie, eine Kapitalrichtlinie, eine Verschmelzungsrichtlinie, eine Spaltungsrichtlinie und so weiter und so fort. Jetzt gibt es nur noch eine, nämlich diese von 2017. Sie sind begeistert, dass alles so einfach für Sie geworden ist. Nur noch alles in einem. Gut, diese Regelung gilt sowohl für die AG als auch für die GmbH. Der europäische Gesetzgeber unterscheidet das nicht.
Das heißt, wenn Sie es in der GmbH gelernt haben, lernen Sie es hier nochmal. Die findet sich im Aktiengesetz in 41 Absatz 1 Satz 2. Sie wissen, Europarecht muss umgesetzt werden. Da steht drin, wer vor der Eintragung im Namen der Gesellschaft handelt, haftet persönlich. Handeln mehrere, so haften Sie als Gesamtschuldner. Es gilt dasselbe wie im GmbH-Recht. Das bedeutet, handeln tut nur derjenige, der die Erklärung abgibt. Das heißt, der Vorstand oder Ähnliches. Nicht die Leute, die ihn beauftragt haben, nicht die Leute, die zugestimmt haben, nicht die Leute, die es abgenickt haben, sondern immer derjenige, der als Vertreter nach außen auftritt. Ja? Der Vertreter ist derjenige, der dran ist. Das ist der Handelnde. Sie wissen auch, die Haftung erlischt in dem Moment, wo die AG eingetragen wird und die AG die Verbindlichkeiten übernimmt. Dass das so sein kann, ergibt sich aus dem Europarecht viel deutlicher. Da steht nämlich drin, und übernimmt die Gesellschaft die Verbindlichkeiten nicht, nur dann haftet der. Im deutschen Recht ist das anders formuliert, aber wir setzen Europarecht natürlich wortgetreu um. Das heißt, auch bei uns ist es so, wenn die Gesellschaft eingetragen wird und die Schulden übernimmt, wird derjenige aus seiner Haftung entlassen. Sie haften nur bis zum Tag der Eintragung, danach sind sie wieder raus. Das deutsche Recht schränkt den Vorstand aber weiter ein. Zunächst mal die gute Nachricht, wenn Sie sich an Schuldrecht AT erinnern, haben wir gesprochen über 414, 415, BGB, Schuldübernahme. Schuldübernahme, schon wieder vergessen. Schuldübernahme nach BGB setzt immer voraus, dass der Gläubiger zustimmt. Hier im Aktienrecht sagt das Gesetz, dass die Gesellschaft Verbindlichkeiten der Vorgesellschaft übernehmen darf, ohne dass der andere zustimmen darf. Der hat also keine Möglichkeit zu sagen Nein. Es reicht, wenn die Gesellschaft ihm innerhalb von 3 Monaten mitteilt. Dann gilt sein Ja als fingiert. Und wenn er Nein sagt, gilt das Nein als Ja. Der hat also sozusagen keine Möglichkeit. Aber der 41 geht weiter und sagt, Sie dürfen keine Verpflichtungen übernehmen aus Verträgen, die in der Satzung nicht festgesetzt sind. Das heißt, Sie dürfen keinen zusätzlichen Gründungsaufwand machen, der in der Satzung nicht genannt ist. Sie dürfen den Gründern auch keine höhere Vergütung dafür zahlen, sondern Sie dürfen nur das zahlen, was in der Satzung steht, damit das Gesellschaftsvermögen unangetastet bleibt. Was noch möglich bleibt, sind Verträge, die eben nicht Sondervorteile, Gründungsaufwand oder Sacheinlagen betreffen. Das heißt zum Beispiel die Anmietung von Räumen, die Einstellung von Personal, die Beschaffung von Materialien für die Produktion, die sind noch zulässig. Der Vorstand kann also schon bevor eingetragen ist, anfangen, Vorbereitungshandlungen zu treffen. Den Absatz 4 habe ich schon angesprochen. Vor der Eintragung sind Aktien nicht übertragbar. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Man will verhindern, dass Leute schon spekulieren mit einer Gesellschaft, die noch gar nicht wirklich entstanden ist, bevor der Kapitalschutz voll wirksam eingetreten ist. Keine Spekulation vor der Eintragung. Ja? Tolle Regelungen, sehr formalistisch. Das haben wir alles in der GmbH nicht. Sie können GmbH-Geschäftsanteile vor der Eintragung übertragen, das ist kein Problem. Jetzt denken Sie, das ist aber eine unübersichtliche Folie. Ich habe Ihnen hier, ja? Darf ich nochmal zum Absatz 2 noch fragen? Wieso brauche ich den, wenn ich doch sowieso einen vor dem Schuldübernahmevertrag, wenn ich doch eigentlich automatisch die Identität habe? Weil das Aktiengesetz älter ist als diese Rechtsprechung zur Identität von Vorgesellschaft und Aktiengesellschaft. Außerdem erfasst der Absatz 2 gerade auch die Vorgründungsgesellschaft. Der Witz dieser Norm ist ja darin, dass Sie sagen können, ich möchte gerne hier auch Kosten, die in der Vorgründungsgesellschaft entstanden sind, die sind ja auch vor Eintragung entstanden, auf die AG übertragen. Und normalerweise brauche ich dafür die Zustimmung, die ist aber hier entbehrlich. Gut, diese Folie zeigt Ihnen alle Paragraphen, die überhaupt in Betracht kommen. Wenn Sie sehen, Gründung der Gesellschaft, es fängt an mit Feststellung der Satzung, dann kommt Bekanntmachung der Gesellschaft, was eigentlich völlig sekundär ist, warum es da drin steht, weiß man auch nicht. Dann kommen die Sondervorteile, Sacheinlagen, dann kommen Regeln zu den Gründern,
Dann kommt Errichtung der Gesellschaft, wo Sie denken, das wird spannend, aber da steht ja nur drin, es wird das Notariat beurkundet. Dann kommt die Organbestellung, dann kommt die Prüfung und dann kommt schon einzelne Detailfragen. Wichtiger sind noch die Vorschriften aus dem allgemeinen Teil, denn auch die finden Anwendung auf die Gründung. Da finden Sie Regelungen zur Zahl der Gründer in § 2, Sie erinnern sich, mindestens einer. In § 4 zur Firma muss mindestens AG oder Aktiengesellschaft enthalten. § 5 zum Sitz der Gesellschaft, ein beliebiger Ort in Deutschland. In § 6 zum Grundkapital, in § 7 zum Mindestnennbetrag, in § 8 zu den Aktien, in § 9 zum Ausgabebetrag, in 10 zu Aktien und Zwischenscheinen und schließlich hier noch in 12 zum Stimmrecht. Das sind Vorschriften, die müssen auch bei der Gründung berücksichtigt werden. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Sie gehen also zu einem Notar. Da. Der Notar sitzt in Bonn, da können Sie vorbeigehen, Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 18 Uhr, Termine nach Vereinbarung. Und er setzt sich dann mit Ihnen dahin und liest Ihnen vor die Satzung. Die Satzung, wenn Sie keine dabei haben, macht er Ihnen eine. Die hat nämlich ein wunderbares Notarhandbuch. Und da kann er es halt rauskopieren und dann haben Sie Ihr Muster und der kriegt viel Geld. Der Notar liest aber nicht nur vor und er liest viel, viel schneller vor, als ich rede. Notare werden ja pro Minute bezahlt und Sie müssen am Ende abnicken. Sondern der Notar belehrt Sie auch. Er sagt dann auch, Sie wissen, dass Sie auch am Ende 50.000 einzahlen müssen und nicht nur 12.500. Haben Sie denn wirklich 50.000? Ja, der Notar behandelt Sie ein bisschen wie so einen Blöden und erklärt das Ihnen nochmal. Außer Sie kommen von der Großkanzlei, geht es etwas schneller, dann sagt er, ja, kennen wir alle, ja, check, check, und dann wird das gemacht. Aber wenn Sie so als Laie dahin gehen, werden Sie nett beraten. Sie kriegen auch einen Kaffee übrigens und Kekse. Also, und das ist sehr luxuriös. Die meisten Notariate sind gut ausgestattet. Mit der Espressomaschine und allem. So, was macht der Notar? Er gibt Ihnen eine Satzung, die mindestens folgende Angaben enthält. Das sagt schon das Europarecht. Sie sehen, auch da hat die EU wieder ihren Finger drauf. Keine Möglichkeiten. Erstens die Rechtsform und die Firma. Ja, ist schwierig. AG. Und dann denken Sie sich einen kreativen Namen aus. Schnurzelpurz Aktiengesellschaft und schon gewonnen. Ja? Ob der Name richtig ist, entscheidet hinterher die IHK, denn Sie wissen, das Gericht, bevor es eine Firma einträgt, schickt das Ganze zur IHK. Die IHK sagt, ja, ja, sowas gibt es hier noch nicht und dann wird eingetragen. Toll, IHK, tolle Einrichtung. Dann der Gegenstand des Unternehmens. Das ist ein bisschen interessanter. Sie müssen angeben, was die Gesellschaft macht. Das ist eine schwierige Abwägungsfrage. Nicht zu konkret werden, aber nicht zu abstrakt werden. Wenn Sie einfach nur schreiben, Handel und Wandel, dann wird das nicht eingetragen. Der Registerrichter ist da penibel und er verlangt eine möglichst genaue Angabe. Was dagegen eingetragen wird, ist Handel mit Verbrauchsgütern aller Art zum Beispiel. Sie müssen also nicht sehr konkret werden. Der Unternehmensgegenstand ist also relativ spaßlos. Der Sinn ist eigentlich, dass man prüfen kann, ob das Ganze eine Genehmigung braucht. Wenn Sie schreiben wollen, wir möchten gerne Sprengstoff herstellen, dann wird es klar, dass man da vielleicht eine Genehmigung für braucht. Wenn Sie schreiben, ich will ein Atomkraftwerk betreiben, auch da brauchen Sie eine Genehmigung für. Also dafür ist der Unternehmensgegenstand wichtig. Dann die Höhe des gezeichneten Kapitals. Das gezeichnete Kapital heißt in der Aktiengesellschaft Grundkapital. Das heißt, Sie müssen angeben, wie hoch das Grundkapital ist. Auch das kriegen Sie vielleicht gerade noch so hin. Das Grundkapital muss mindestens 50.000 betragen, das wissen Sie. Es kann aber auch mehr betragen. Sie können da einen Betrag X reinschreiben. Dann können Sie ein genehmigtes Kapital schon bei der Gründung vorsehen. Genehmigtes Kapital ist das, was der Vorstand selber auf seinen Willen erhöhen kann. Er kann also sagen, ich fordere nochmal 1.000 Euro nach. Dann die Zahl und Art der Weise der Bestellung der Mitglieder der Organe. Das heißt, wer ist Vorstand, wer ist Aufsichtsrat,
und die Dauer der Gesellschaft. Wenn Sie also sagen wollen, die Gesellschaft soll nur ein Jahr laufen, dann müssen Sie halt das eine Jahr da reinschreiben. Das sind die europarechtlich vorgegebenen Mindestangaben. Und da Sie meinen, das sei alles, geht der EU-Gesetzgeber noch weiter und hat einen zweiten Katalog. Der Unterschied ist hier, das muss nicht in der Satzung stehen, das kann auch aus sonstigen Unterlagen ergeben. Da steht nämlich drin der Sitz, der Nennbetrag der Aktien bzw. die Zahl der Stücke, die etwaigen Beschränkungen der Anteilsübertragung und so weiter und so fort, Gattungen von Aktien, Namens- oder Inhaberaktien, all diese tollen Sachen. Wir sehen, das ist super, das geht hier ohne Ende weiter. Da Sie in der Klausur aber kein Europarecht machen müssen und deshalb auch keine Richtlinie dabei haben, gucken wir lieber ins Aktiengesetz und da finden wir den Mindestinhalt in § 23 Absatz 3. Und 23 Absatz 3 enthält genau 6 Sachen, die Sie eintragen müssen. Zunächst mal Firma und Sitz. Ja, schreiben Sie also hin, die Firma heißt sowieso und die Gesellschaft ihren Sitz in Bonn. Sie können natürlich auch irgendwo anders hin versetzen, sagen Sie, die Gesellschaft hat ihren Sitz in Köln. Weit weg. So. Dann Nummer 2, den Gegenstand des Unternehmens, habe ich Ihnen eben schon gesagt. Was wollen Sie mal tun, wenn Sie groß sind? Nummer 3, die Höhe des Grundkapitals. Wie gesagt, 50.000 oder ein beliebiger höherer Betrag, nicht notwendig der konkret eingezahlte Betrag. Dann, ob Sie Nennbetrags- oder Stückaktien verlangen. Ja, Sie erinnern sich, ob Sie Aktien haben, wo ein Betrag draufsteht oder ob nur ein Teil draufsteht. Dann Aktiengattungen, § 11. Nee, es ging nur darum, dass hier in 23 auch was anderes steht, aber wahrscheinlich ist das Gesetz mit Januar 2016 schon veraltet. Was steht denn da? Achso, schon Absatz 3 und 2, Entschuldigung, mein Fehler. Ich hatte mich verguckt. Da steht doch genau das. Ja, ich hatte mich verguckt im Gesetz. Ich bin völlig verwirrt. So, Aktiengattungen, was sagen Ihnen Aktiengattungen? Gucken wir da mal kurz rein, in § 11. Was sind Aktiengattungen? Ja, Sie können in der Tat, obwohl es eigentlich einen Gleichbehandlungsgrundsatz gibt, differenzieren in den Rechten, die einzelnen Aktien gewähren. Sie können sagen, diese Aktie gibt höhere Dividende, diese Aktie gibt niedrigere Dividende, diese Aktie gibt mehr Stimmrechte und so weiter. Wobei für die einzelnen Sachen gibt Ihnen das Aktienrecht dummerweise wieder Schranken vor. Das heißt, die Gestaltungsmöglichkeiten sind doch wieder eingeschränkt. Aber Sie können zumindest sagen, es gibt A-Aktien und B-Aktien, Premium-Aktie und Billig-Aktie, ja, Aldi-Aktie und Metro-Aktie. Können Sie machen. Ist Ihnen alles möglich. Gut. Dann Inhaberaktien oder Namensaktien, habe ich auch schon erklärt. Dann die Zahl der Vorstandsmitglieder. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, man muss mindestens einen haben, aber Sie können auch mehr als einen Vorstandsmitglied haben. Dann schreiben Sie rein, wir haben einen Vorstand bestehend aus 5 Mitgliedern. Schon Sache erledigt. Und dann kommt noch Absatz 4, die Bekanntmachung der Gesellschaft, näher geregelt in 25. Dazu müssen Sie vielleicht mal, wir machen es am einfachsten, gucken wir mal in 121. Absatz 1 regelt die Einberufung der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Wie berufen wir eine Hauptversammlung ein? Du. Ja, der Vorstand ist der Wer und wie macht er das? Durch die Bekanntmachung in den Gesellschaftsblättern gemäß § 121 Absatz 4. Genau, 121 Absatz 4. Jetzt gucken wir mal, was steht da so bei Ihnen, 121 Absatz 4, je nachdem, welche Fassung Sie haben, steht da was anderes.
Die Einberufung ist in den Gesetzbüchern bekannt zu machen. Sind die Aktionäre namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung mit eingeschriebenem Brief oder wenn die Satzung bestimmt, bla bla bla. So, 121 Absatz 4 Satz 1 steht in den Gesellschaftsblättern. Und jetzt gucken wir in Paragraph 25. Was sind die Gesellschaftsblätter? Da ist jetzt der erhebliche Unterschied. Was sagt 25? Jetzt testen wir, wie aktuell Ihr Gesetz ist. Also bei mir steht, so ist sie in den Bundesanzeiger einzurücken. Ja, das ist die aktuelle Fassung. In der Tat, Sie haben gar keine große Wahl, wenn das Gesetz von Bekanntmachungen spricht, müssen die Bekanntmachungen heute im Bundesanzeiger erfolgen. Vor ein paar Jahren konnten Sie noch andere Gesellschaftsblätter zusätzlich bestimmen. Da galt es mindestens Bundesanzeiger, zusätzlich noch andere Bekanntmachungen. Sie konnten also sagen, unser Gesellschaftsblatt ist die FAZ oder unser Gesellschaftsblatt ist der Generalanzeiger Bonn oder unser Gesellschaftsblatt ist die Bäckerblume. Ja? Sie konnten also ein beliebiges Gesellschaftsblatt bestimmen. Heute sagt das Gesetz, es gibt genau ein Gesellschaftsblatt und das ist der Bundesanzeiger. Erste Phase frei bestimmbar, das war ganz früher. Dann frei bestimmbar plus mindestens Bundesanzeiger, das war die Phase bis vor kurzem. Und heute nur noch Bundesanzeiger. Daneben können andere bestimmt werden, ja. Der müsste jetzt nicht mehr drinstehen, oder? Ja, ja. Hm? Haben Sie den noch drin? Was war die Frage? Hä? Ob Sie den da auch drin haben? Jetzt gucken wir nach, was bei Ihnen drin ist. Bei Ihnen ist der weg, oder? Der ist weg. Sehr gut. Bin ganz verwirrt. Also, wenn Sie den Satz 2 noch drin haben, ist es ein altes Gesetz. Wenn Sie Satz 1 nur drin haben, ist es ein aktuelles Gesetz. So. Also, Gesellschaftsblätter heißt Bundesanzeiger und nichts anderes. Wo kriegt man den Bundesanzeiger? Muss man ihn so abonnieren, so wie Börsenzeitung oder Handelsblatt oder FAZ? Können Sie ihn abonnieren? Kriegen Sie den so frei Haus? Gibt es den hier so im Seminar unten, Bundesanzeiger oder Zentralbibliothek? Wie sieht so ein Bundesanzeiger denn aus? Ja. Es gibt keinen gedruckten Bundesanzeiger mehr, und zwar schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Es gibt nur noch den elektronischen Bundesanzeiger, der aber jetzt Bundesanzeiger heißt. Und der Bundesanzeiger ist eine Internetseite, www.bundesanzeiger.de, können Sie draufgehen und da kriegen Sie dann diese ganzen tollen Mitteilungen. Das ist eine Datenbank, können Sie durchsuchen. Sie können sich auch gegen Entgelt einen Push-Service einrichten lassen und dann kriegen Sie immer alle Mitteilungen, die bestimmte Unternehmen betreffen. Ganz toll. Der Bundesanzeiger wird betrieben vom Bundesanzeiger Verlag. Der Bundesanzeiger Verlag ist ein Unternehmen privater Rechtsform, eine Tochtergesellschaft der Dumont-Gruppe, die unter anderem auch den Express herausgibt. Der ist öffentlich damit beauftragt, diese Bekanntmachung zu machen. Der ist also Beliehener vom Bundesjustizministerium. Das ist ein privates Unternehmen. Das ist entgeltlich tätig. Ja? Toll. Der Bundesanzeiger. Sie sind begeistert. Das ist das Gesellschaftsblatt. Da finden Sie alles. Jetzt, was passiert, wenn Sie Quatsch in die Satzung schreiben? Wenn also der Notar unfähig ist und Sie selber noch unfähig sind, also wenn sozusagen schon beide Hürden schiefgegangen sind, erstmal, solange nichts passiert ist, passiert nichts, es greift BGB, das Ganze ist nichtig wegen Widersprüchlichkeit, Sittenwidrigkeit, Gesetzeswidrigkeit etc. pp. Das heißt, solange nichts passiert ist, haben Sie nichts gemacht. Sie müssen dem Notar trotzdem Geld geben, aber die Gesellschaft ist nicht da. Wenn Sie anfangen, mit der Vor-AG Geschäfte zu machen, ist es eine fehlerhafte Vor-AG. Die fehlerhafte Vor-AG wird behandelt wie eine richtige Vor-AG und kann damit auch schon selber Träger von Rechten und Pflichten sein.
Im Idealfall fällt es dann dem Registerrichter auf, der wird sagen, berichtigen Sie das bitte, bevor ich eintrage, dann berichtigen Sie das, wird eingetragen, alle glücklich. Im schlimmeren Fall fällt dem Registerrichter das nicht auf. Und er trägt einfach Ihre unbrauchbare Gesellschaft ins Register ein. Und das ist das Interessante, wenn es so weit kommen sollte, dann können Sie sich erstmal weitgehend entspannt zurücklehnen, weil dann kann nur noch ausnahmsweise Nichtigkeitsklage bzw. eine Amtslöschung erfolgen. Der Grund dafür ist wieder das Europarecht. Das Europarecht sagt nämlich, eine einmal wirksam entstandene Gesellschaft kann nicht einfach mal so mit Rückwirkung aufgehoben werden. Und deshalb enthält das Europarecht einen abschließenden Katalog von Gründen, unter denen eine Gesellschaft für unwirksam erklärt werden kann. Und dieser Katalog sieht zum Beispiel vor, wenn gar kein Notar eingeschaltet war. Wenn Sie es also irgendwie schaffen, dem Registerrichter was unterzuschieben, wo kein Notar dabei war. Oder wenn das Ganze gegen 134, 138 BGB verstößt, also wenn Sie, was weiß ich, einen Drogendealerring als AG gründen. Oder wenn der Errichtungsakt die Firma, die Einlagen, den Betrag des Kapitals oder den Unternehmensgegenstand nicht nennt. Das heißt, wenn diese Kernaussagen fehlen, wenn Sie gar keinen Namen haben, ist das ein bisschen blöd. Dann, wenn das Kapital nicht eingezahlt worden ist, wenn alle Gesellschafter geschäftsunfähig waren, was schon bemerkenswert ist, das heißt, es reicht nicht, wenn ein Geschäftsunfähiger dabei ist. Ja, es müssen alle geschäftsunfähig sein. Es darf keiner sein, der irgendwie zurechnungsfähig ist. Ich stelle mir das lustig vor, aber denken Sie sich, Betriebsfeier, alle besoffen und gründen dann kurz eine AG. Und dann, wenn weniger als zwei, wenn das Recht das vorsieht, haben wir in Deutschland aber nicht. Und dann kommt nämlich die Aussage, alle anderen Nichtigkeitsgründe sind irrelevant. Es gibt keine weiteren Unwirksamkeitsgründe. Der deutsche Gesetzgeber hat das noch weiter eingeschränkt. Und zwar in 275 Aktiengesetz, der sagt, wenn fehlt Kapitalhöhe, Unternehmensgegenstand oder eine der beiden Bestimmungen nichtig ist, so kann Nichtigkeitsklage erhoben werden. Und der Gesetzgeber sagt klar, andere Gründe gibt es nicht. Ja? Also genau zwei, entweder es fehlt das Kapital oder es fehlt der Unternehmensgegenstand oder einer der Beträge ist nichtig. Grundkapital ist nichtig, wenn es weniger als 50.000 ist, also wenn Sie es schaffen, 25.000 reinzuschieben. Und Gegenstand und Unternehmen ist nichtig, wenn es halt Assassinengilde ist oder Drogendealerring oder Menschenschieberring vielleicht auch noch. Und so ein bisschen aktueller Terrorismus-AG. Ja. Wir sind die New Osama Bin Laden-Fans oder sowas. Vielleicht wird das nicht eingetragen. Das Gesetz geht aber noch weiter. Es sagt nämlich, wenn der Mangel geheilt werden kann durch Satzungsänderung, dann muss erstmal eine 3-Monats-Frist gesetzt werden zur Heilung. Das heißt, Sie haben 3 Monate Zeit, diesen Fehler zu korrigieren. Und zwar, indem Sie die Satzung ändern. Außerdem gibt es eine Höchstfrist von 3 Jahren. Sie können also nicht jederzeit sagen, alles nichtig, sondern Sie müssen innerhalb von 3 Jahren die Nichtigkeit geltend machen, sonst gilt auch die AG mit 25.000 erstmal als wirksam. Schlimm, aber wahr. So brutal geht es in Deutschland zu. Ja? Sie müssen es nur schaffen, an den scharfen Torhunden, nämlich dem Notar und dem Registerrichter vorbeizukommen. Wenn Sie das hinkriegen, kann Ihnen nur noch wenig passieren. Naja, es gibt noch ein paar andere Sachen. Es kann nämlich eine Amtslöschung passieren. Wenn der Registerrichter doch aufwachen sollte, kann er nämlich dann, wenn das Kapital nicht genannt ist oder zu niedrig ist, oder wenn der Unternehmensgegenstand nicht genannt ist, doch noch hingehen und das Ganze löschen lassen. Auch hier gilt aber die Heilungsfrist von 3 Monaten. Das heißt, da können Sie entspannt zurücklehnen. Außerdem gibt es noch eine weitere Norm, nämlich 399 FAMFG. Und der sagt, naja, auch für die anderen Angaben, nämlich 1, 4, 5 oder 6, dann kann das Registergericht feststellen, dass das Ganze verstößt. Und kann dann verlangen, bitte korrigiert das. Und dann gibt es ein relativ aufwendiges Verfahren. Wenn das alles nicht gefolgt wird, dann kann doch noch gelöscht werden. Also, ganz so einfach kommen Sie nicht zur AG. Aber
Wenn eine AG einmal eingetragen ist, wird sie im Normalfall nicht mehr gelöscht, auch wenn da Mist gebaut worden ist. Der Grund dafür ist, man will den Verkehr schützen. Was im Register steht, soll erstmal drin stehen bleiben und nicht einfach mal so wieder rausgelöscht werden, wenn man gesagt hat, oh, war ein Minderjähriger dabei. Mist. Ja? Also die Geschäftsunfähigkeit ist weitgehend egal, außer es sind wirklich nur Geschäftsunfähige dabei. Wenn ein Verrückter dabei ist, trotzdem AG. Wenn fünf Verrückte und ein Normaler sind, trotzdem AG gegründet. Ja? Also kein Problem, Geschäftsunfähigkeit ist völlig egal. Die Gründer. Die Gründer werden uns vorgestellt in § 2, eine oder mehrere Personen. Personen können sein Menschen, natürliche Personen oder juristische Personen, das heißt andere AGs, Vereine, staatliche Körperschaften, die Stadt Bonn zum Beispiel oder das Land NRW, gar kein Problem. Oder auch Personengesellschaften, das heißt auch eine OHG kann Aktionärin einer AG sein. Auch das ist kein Problem. Die Gründer tauchen nochmal auf in § 28, der praktischerweise die amtliche Überschrift trägt, Gründer. Und da steht drin, die Aktionäre, die die Satzung festgestellt haben, sind die Gründer. Die Satzung festgestellt heißt, diejenigen, die beim Notar waren und entweder persönlich oder durch einen Vertreter eine Willenserklärung in Bezug auf die Gründung einer AG abgegeben haben. Wenn Sie einen Vertreter zur Gründerversammlung schicken, muss die Vollmacht, die dieser Vertreter hat, notariell beurkundet sein. Warum muss die Vollmacht für den Vertreter notariell beurkundet sein, obwohl doch 167 BGB sagt, Vollmachten für den Abschluss eines formbedürftigen Geschäfts bedürfen nicht der Form des Geschäfts des Vertreters? Wieder BGB-AT-Frage. Warum brauchen wir da einen Notar? Ja, auch sonst, auch hier wird ja sonst die Schutzvorschriften. Ja. Wir sagen, hier ist es so, dass es ein besonders bedeutsames und risikoreiches Geschäft ist. Deshalb ist die Schutzvorschrift zwingend, persönlich gegenüber dem künftigen Aktionär vorzunehmen. Und das kann nur, wenn er selber vom Notar belehrt wird. Deshalb auch hier brauchen Sie eine notariell beurkundete Vollmacht. Gut. Dann, wenn Sie schon beim Notar sind, bestellen Sie gleich auch Vorstand und Aufsichtsrat der künftigen AG. Konkret bestellen die Gründer aber nur den Aufsichtsrat. Bemerkenswerterweise wird hier nicht Arbeitnehmervertreter oder irgendwas gefordert, sondern der Aufsichtsratwird ausschließlich von den Anteilseignern bestimmt. Das heißt, die Gründer sagen, wir wollen einen Aufsichtsrat mit folgenden drei Leuten. Die Bestellung des Aufsichtsrats wird notariell beurkundet. Und der Aufsichtsrat wählt dann im nächsten Schritt den Vorstand. Ja? Also die Gründer wählen den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat wählt den Vorstand. Im Grunde schon wie bei der richtigen AG. Jetzt sind Sie begeistert. Die Gründer sind persönlich und gesamtschuldnerisch verantwortlich für alle Verluste, die durch Fehlangaben entstehen. Das heißt, wenn einer lügt, haften die anderen mit ihrem Privatvermögen für dessen Lügen. Das ist der Hauptgrund, warum die Gründung der AG gefährlich ist. Wenn Sie Norm weiterlesen, steht da auch, Sie sind dafür verantwortlich, dass eine zur Annahme von Einzahlung auf der Stelle geeignet ist und dass die Beträge zur freien Verfügung des Vorstands stehen. Das heißt, wenn einer hingeht und das Geld zahlt und wieder zurückfordert, dann hat nicht nur er zurück zu zahlen, sondern auch alle anderen, weil sie da gelogen haben. Und schließlich, sie haben fehlende Einzahlungen zu leisten, die nicht unter der Gründungsaufwand aufgenommen wurden. Wenn also Geld an den Notar gezahlt wird, ohne dass die Notargebühren in Ersatzung standen, müssen die Gesellschafter das verschuldensunabhängig erstatten. Traurig, aber wahr. Die Norm geht aber noch weiter. Wenn die Gesellschaft durch Einlagen, Sachübernahmen oder Sachgründungsaufwand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit geschädigt worden ist von einem Gründer, so sind alle Gründer als Gesamtschuldner zum Ersatz verpflichtet. Das heißt, einer sagt, mein Auto von 1965 hat einen Wert von 1 Million, in Wirklichkeit ist es nur eine Rostlaube,
dann haften die anderen auch für die Wertdifferenz, wenn der Vorsitzende grob fahrlässig gehandelt hat. Absatz 3 soll die gutgläubigen Mitgründer schützen. Der sagt nämlich, sie haften nur, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. Das heißt, wenn sie die Täuschung kannten oder aufgrund von Fahrlässigkeit nicht kannten. Ansonsten sind sie dran. Ich habe Ihnen das mal als Prüfungsschema aufgeschrieben. Sie müssen prüfen, erstens, Anspruchsgegner ist Gründer. Zweitens, es gab falsche oder unvollständige Angaben oder es wurden die Einlagen nicht zur freien Verfügung geleistet oder es ist ein Schaden durch Einlagen, Sachübernahmen oder Gründungsaufwand entstanden. Dann brauchen Sie Vorsatz oder Fahrlässigkeit, das heißt, Sie mussten erkennen können, dass da irgendjemand lügt und derjenige, der gelogen hat, muss vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Und Folge ist, jeder haftet mit seinem gesamten Privatvermögen für den gesamten angerichteten Schaden in Ausgleich nach 426 BGB. Diejenigen, die GmbH-Recht gelernt haben, haben jetzt den praktischen Vorteil, dass sie wissen, im GmbH-Recht haften die GmbH-Gesellschafter auch dafür, wenn einer seine Einlagepflicht nicht erbringt. Jemand sagt, ich leiste 25.000 Euro und wirklich leistet er 0, dann haften die anderen anteilig auf die Erbringung dieser 25.000, 24 GmbH-Gesetz. Im Aktiengesetz gibt es eine solche Regelung nicht. Es gibt nur in 46 einen Absatz 4. Wenn Sie jemanden als Gründer mit aufnehmen, von dem Sie wissen, in Kenntnis, dass er nicht in der Lage ist, den übernommenen Betrag aufzubringen, dann haften Sie für dessen Anteil. Also jeder, der weiß, der sowieso hat eh kein Geld, muss für dessen Anteil mit gerade stehen. Praktisch ist die Norm relativ zahnlos, denn was müssen die dafür rein praktisch beweisen, damit das funktioniert? Ja, die positive Kenntnis, denn fahrlässige Unkenntnis reicht hier ausnahmsweise mal nicht. Die müssen also wissen, dass der genau wusste, dass der nicht bezahlen kann. Und das ist kaum möglich. Also wenn ich gerade im Fernsehen bei Peter Zwegert war oder Insolvenzverfahren läuft, wird das kaum möglich sein zu sagen, der hat kein Geld. Ja? Ist das auch noch für die Gründung jetzt? Auch noch für die Gründung. Aber ist das dann nicht total überflüssig? Weil haben wir nicht eben gesagt, dass bei der Eintragung oder beim Notar verpflichte ich mich auch zu sagen, ich kaufe so und so viele Anteile für den und den. Ja. Das heißt, ich lüge ja, wenn ich, also ich weiß von mir selbst, dass ich nicht das bezahlen kann. Und dafür, dass ich lüge, zahlen auch sowieso alle anderen. Nein. Denn wenn Sie lügen, dann haben Sie nicht gelogen bezüglich der Angaben, die hier stehen. Die Angaben, die zum Zwecke der Gründung oder Übernahme der Aktien, Einzahlung auf die Aktien, Verwendung eingezahlter Beträge, Sondervorteile, Gründungsaufwand, Sachlage oder Sachübernahme gemacht worden sind, da gehört nicht die Zahlungsfähigkeit zu. Zahlungsfähigkeit ist keine Angabe, die ich mache. Wenn ich einen Kaufvertrag schließe, sage ich auch nicht, ich kann das bezahlen. Ich sage nur, ich verpflichte mich zu bezahlen. Das heißt, das ist keine Angabe, die in diesem Katalog drin steht. Die Zahlungsfähigkeit ist keine relevante Tatsache. Abgesehen davon wäre es auch ungerecht, wenn man sagt, ich muss die Zahlungsfähigkeit meiner Mitgründer prüfen, wenn es um 50.000 Euro geht. Ja, das lassen wir mal weg. Es haften aber nicht nur die Gründer, sondern es haften auch der Vorstand und der Aufsichtsrat. Das ist relativ witzlos, wenn die ohnehin mit den Gründern identisch sind, aber sie können ja auch hier schon dritte Leute bestellen und die haben dann Interesse daran, sie vernünftig zu überwachen, weil die haften genauso für die fehlerhaften Angaben und für alle Schäden, die da auftreten. Außerdem haften die Gründungsprüfer. Sie müssen ja, wie gesagt, PwC oder ähnliche beauftragen, ihre Gründung zu prüfen und auch die dürfen nicht lügen. Und wenn die fahrlässig handeln, dann haften die mit ihrem gesamten Vermögen, wobei das Gesetz eine Haftungsbeschränkung auf 1 Million vorsieht. Das heißt, da gibt es auch Grenzen. Ja, die Gesellschafter müssen Aktien gegen Einlagen übernehmen. Das Europarecht sagt, das Mindestkapital muss 25.000 Euro betragen. Jetzt denken Sie,
Denn wir haben gesehen, in § 7 Aktiengesetz steht 50.000 Euro. 50.000 Euro sind aber mindestens 25.000 Euro. Das sind nämlich mehr als 25.000. Damit ist die deutsche Regelung europarechtskonform. Können Sie sich denken, warum im Europarecht nur 25.000 drinsteht und im deutschen Recht 50.000? Übrigens interessant, Absatz 2, das kommt noch im Gesetz über Ökonomie, theoretisch hätte das alle paar Jahre inflationsbedingt angepasst werden müssen. Dieser Betrag stammt von 1971. Und Sie müssen überlegen, 1971 war die Kaufkraft von 50.000 deutlich höher als im Jahr 2017. Also der Euro war eine härtere Währung, könnte man sagen. Ist das eine Richtlinie für alle Kapitalgesellschaften? Oder nein, nur für die Aktiengesellschaft. Wäre schön, wenn es für alle gehen und sagen, ja, wir haben die GmbH, das ist nicht das Argument. Die gilt nur für die Aktiengesellschaft. Oder die Aktiengesellschaften anderer Mitgliedstaaten auch. Warum hat man nicht auch auf europäischer Ebene 50.000 gemacht? Können wir mal machen, ne? Wäre mal vernünftig. Die Briten setzen immer auf 0 und wir können mal setzen auf 50. Oder wir können auf 100 setzen. Gleich mal richtig happig zuschlagen. Warum hat die EU es nicht geschafft, in den letzten 40 Jahren, fast 50 Jahren, diesen Betrag zu erhöhen? Also wenn wir den Betrag neu festsetzen müssten, mit Zeitwert wären wir irgendwer bei 160.000 oder sowas. Es ist nie erhöht worden. Deshalb immer der gleiche Betrag wie damals. Wie zu Omas Zeiten. Warum? Warum hat die EU es nicht geschafft, da was Höheres reinzuschreiben? Kann nicht so schwer sein. Zahl ersetzen und fertig. Das ist eine Zahl. Das klingt gut, aber ich kann Ihnen sagen, die meisten deutschen Unternehmen haben mehr als 50.000. Also die Zahl der Aktiengesellschaften, die genau am Minimum kratzen, können Sie an einer Hand abzählen. Also das Argument klingt auf den ersten Blick gut, aber ich kann Ihnen sagen, praktisch scheitert es daran, Aktiengesellschaften sind meistens nicht so klein, dass sie wirklich am Hungerlohn leben und keine 50.000 oder 100.000 auftreiben könnten. Was ist der Grund? Überlegen Sie mal, wie viel ist ein Euro in Deutschland wert und wie viel ist ein Euro in Griechenland, Bulgarien, Zypern oder Ähnliches wert. Das praktische Problem ist, die Kaufkraft ist sehr unterschiedlich in den EU-Mitgliedstaaten überraschenderweise, genauso wie das Einkommen sehr unterschiedlich ist. Wenn Sie hier als typischer deutscher Arbeitnehmer mit Ihren Tausenden von Euro im Monat sind, dann müssen Sie nicht mal ein Jahr lang sparen, um 50.000 aufzutreiben. Wenn Sie armer griechischer Taxifahrer sind, werden Sie nie auf die 50.000 kommen und werden nie eine AG gründen können. Das Argument ist also immer, man würde kleine Neugründer abschrecken, wenn man einen zu hohen Betrag hier hinsetzt. Hinzu kommt, dass nicht jeder Staat diese schöne Differenzierung hat mit GmbH auf der einen Seite, AG auf der anderen, sondern viele Staaten nur eine Rechtsform haben, eine für alles. Und dann würde man die Hürde natürlich sehr hoch setzen und sagen, ha, wenn du Haftungsbeschränkung willst, dann muss man halt 5 Jahre aufs Essen verzichten. Das macht dann halt keiner. Deshalb hat man hier dieses Mindestkapital. In Deutschland hat man 50.000, weil wenn man 25.000 genommen hätte, hätte jeder gesagt, kann ich gleich eine GmbH nehmen. Ja? Man will sozusagen ein Premium gegenüber der GmbH haben. Und da hat man gesagt, das Doppelte passt immer. Doppelt hält besser. Ja, die Aktionäre müssen mindestens leisten den Ausgabebetrag. Darüber hinaus müssen sie aber auch ein Agio leisten. Agio ist italienisch und das heißt Aufgeld. Sie haben gesehen, auf diesen Aktien steht drauf 1 Euro. Wenn Sie eine neue Aktie kaufen in einer Gesellschaft, zahlen Sie aber nicht 1 Euro. Eine Aktie der Telekom, das ist ein Stück Aktien schlecht, die haben keinen Nennbetrag, eine Aktie von Beate Uhse, da steht 1 Euro drauf, Sie zahlen aber nicht 1 Euro dafür, sondern Sie zahlen 50 Euro. Und wir fragen uns, was ist mit den anderen 49 Euro? Und das ist das sogenannte Aufgeld. Das nimmt die Gesellschaft und kassiert das ein und behält das. Das erhöht aber nicht das Grundkapital.
Das ist also sozusagen nicht gebunden, das ist sozusagen einfach nur eingezahlt und sozusagen freies Spielgeld. Das vereinbart man und das Bemerkenswerte ist, Sie müssen von dem Nennbetrag in der Tat nur ein Viertel zahlen. Wenn ein Aufgeld verlangt wird, müssen Sie das sofort vollzahlen. Also ein Viertel vom Nennbetrag, von dem 1 Euro, sind 25 Cent, und das Aufgeld 49 Euro komplett. Ja? Nein, das können Sie auch bei jeder Kapitalerhöhung machen. Immer wenn neue Aktien hergestellt werden, was immer bei jeder Kapitalerhöhung ist, können Sie wieder ein neues Aufgeld verlangen. In der Praxis ist das Aufgeld sogar bei neuen Emissionen höher, logischerweise, weil dann haben Sie einen Börsenkurs, an dem Sie sich orientieren können. Wenn Sie erstmals gründen, wissen Sie ja gar nicht sozusagen, was ein angemessenes Aufgeld wäre. Ja, außerdem können Sie auch in der AG Sonderleistungen vereinbaren, das ist aber nicht so spektakulär. Es gilt in Deutschland und in der EU das Verbot der Unterpari-Emission. Sie müssen die Aktien also mindestens zum Nennbetrag ausgeben. Wenn also 1 Euro draufsteht, dürfen Sie nicht sagen, ich will aber nur 50 Cent dafür. Die dürfen nie unter dem Betrag gehen, der draufsteht. Drüber gehen schon. Außerdem muss mindestens 25% eingezahlt werden. Das haben wir schon gesehen. Das heißt, Sie brauchen 12.500 nicht 25.000 Euro. Außerdem muss der Restbetrag innerhalb von 5 Jahren geleistet werden. Neben dieser Möglichkeit, das Geld einfach als Geld einzuzahlen, das nennt man Bareinlage, entweder indem Sie dem Geldkoffer kommen oder indem Sie es auf ein Konto überweisen, was für die Gesellschaft eingerichtet ist, gibt es natürlich noch praktisch die Möglichkeit, was anderes einzubringen. Und alles, was nicht Geld ist, nennt man Sacheinlage. Sacheinlage kann also sein eine bewegliche Sache, zum Beispiel ein Auto. Es kann sein eine unbewegliche Sache, das heißt ein Grundstück. Es kann sein eine Sachgesamtheit, also ein Unternehmen mit allen Kassen und Kassiererinnen, allem, was dazugehört, komplett all-inclusive, rein damit. Es kann sein ein Patent, es kann sein ein Urheberrecht, es kann sein eine Lizenz. Es kann sein, ein Recht, eine Mietsache zu benutzen. Sie können alles einbringen, was nicht Bargeld ist. Das nennt man Sacheinlage. Und wenn Sie nichts in der Satzung vereinbart haben, müssen Sie in Bar zahlen. Wenn Sie eine Sacheinlage haben wollen, muss das in der Satzung von vornherein geregelt sein, sonst müssen Sie zahlen. Mündliche Nebenabreden sind völlig irrelevant, es gilt das, was in der Satzung steht. Zwischen Bareinlagen und Sacheinlagen stehen sogenannte Sachübernahmen. Die Sachübernahme ist eine ganz interessante Klamotte. Das funktioniert so, Sie geben eine Bareinlage und sagen, du kriegst hier 20.000 Euro. Sie geben aber vor, was damit passieren muss. Sie sagen, ich gebe dir 20.000 Euro und für diese 20.000 Euro müsst ihr euch ein Auto kaufen, Marke XY. Das heißt, das Geld ist gebunden und steht nicht zur freien Verfügung. Sie haben also von vornherein gesagt, mit diesem Geld wird das gemacht. Das nennt man Sachübernahme. Und das Gesetz sagt, auch bei der Sachübernahme kommt es nicht darauf an, dass jemand Geld eingezahlt haben, sondern es kommt darauf an, ob die Sache, die für das Geld angeschafft worden ist, so viel wert ist wie versprochen. Ja? Also die Sachübernahme wird genauso wie die Sacheinlage behandelt, obwohl sie eigentlich pro forma Geld eingezahlt haben, wird so getan, als hätten Sie die Sache, die damit angeschafft worden ist, eingebracht. Das heißt, das muss auch vorher im Teil vereinbart? Ja, auch die Sachübernahme muss im Gesellschaftsvertrag stehen. Das ist also auch eine Ausnahme von 54.2. Die Gesellschaft darf erst angemeldet werden, wenn der Betrag eingezahlt ist, das heißt das Viertel. Außerdem kann natürlich auch das Geld schon verwendet worden sein, Sie können nämlich den Notar bezahlen, aber das muss auch in der Satzung stehen. In der GmbH reicht es, wenn Sie das einfach behaupten. Der Geschäftsführer bestätigt, das Geld ist da. In der AG hat man noch eine weitere Hürde gemacht. Wenn Sie dem Geschäftsführer das Geld nicht im Koffer übergeben, muss vor der Anmeldung eine Bankbescheinigung vorgelegt werden. Das heißt, die Bank muss bescheinigen, auf diesem Konto ist der Betrag sowieso vorhanden und der steht zur Verfügung des Geschäftsführers bzw. des Vorstandes XY.
Wenn die Bankbescheinigung nicht vorliegt, wird nicht eingetragen. Wenn die Bankbescheinigung nicht stimmen sollte, was ja passieren kann, die Bank lügt, dann haftet die Bank auf Schadensersatz. Ja? Das gibt es in der GmbH nicht. Man will hier wieder sicherstellen, AGs sollen seriös sein. Die Sacheinlage ist wiederum sowohl europarechtlich als auch national geregelt. Da steht drin, Sacheinlagen können alle Vermögensgegenstände sein, deren wirtschaftlicher Wert feststellbar ist, aber nicht Verpflichtungen zu Arbeits- und Dienstleistungen. Damit ist gemeint, wenn Sie sagen, ich bin so ein toller Typ, ich habe einen Stundenlohn von 500 Euro und ich soll 10.000 Euro zahlen, dann verpflichte ich mich hiermit, für euch so lange zu arbeiten, bis mein Stundenlohn die Forderung erreicht. Dann sagt das Gesetz, habe ich meine Einlage nicht erbracht. Ich muss in Geld zahlen, das Versprechen für euch zu arbeiten, das Sklavereiversprechen, das geht nicht. Der deutsche Gesetzgeber hat das brav umgesetzt in 27 Absatz 2. Sacheinlagen können nur Vermögensgegenstände sein, die bewertbar sind, Verpflichtungen zu Dienstleistungen gerade nicht. Sacheinlagen müssen voll erbracht werden, da reicht nicht ein Viertel. Also wenn Sie ein Auto haben, reicht nicht, wenn Sie den Reifen vorbeibringen und sagen, so, kommen noch drei andere im Laufe der nächsten 5 Jahre. Aber, und das ist der spannende Teil, der letzte, den wir heute noch machen müssen, das Gesetz sagt, besteht die Sacheinlage in der Verpflichtung, einen Vermögensgegenstand zu übertragen, so muss diese Leistung innerhalb von 5 Jahren nach der Eintragung zu bewirken sein. Ja? Und es ist umstritten, was das bedeuten soll. Die herrschende Meinung sagt, das bedeutet, Sie haben 5 Jahre Zeit, Ihre Sacheinlage zu erbringen, soweit die Sacheinlage darin besteht, dass Sie einen Vermögensvorteil einbringen müssen. Das heißt, ein Patent übertragen, ein Urheberrecht übertragen, eine Sache übereignen. Wenn das der Vermögensvorteil ist, haben Sie 5 Jahre Zeit. Sie können also 5 Jahre warten. Das ist überraschend in zweierlei Hinsicht. Erstens mal ist die Sacheinlage damit besser als die Bareinlage. Bei der Bareinlage müssen Sie zumindest ein Viertel von Anfang an einzahlen und können nur 3/4 hinauszögern. Zum Zweiten, und das ist besonders bedenklich, stehen Sie immer noch besser als bei der GmbH. Bei der GmbH müssen die Sacheinlagen am Tag der Eintragung voll erbracht haben. In der AG hätten Sie noch 5 Jahre lang Zeit. Das heißt, die AG würde 5 Jahre lang auf die Sacheinlage warten müssen und hätte 5 Jahre lang nichts, mit dem sie arbeiten kann. Die herrschende Meinung sagt aber, der Wortlaut ist klar, da steht drin, 5 Jahre hat man Zeit, das zu erbringen, wenn die Sacheinlage in der Verpflichtung einen Vermögensbestand des Übertragen liegt. Die Mindermeinung legt die Norm anders aus und die sagt, diese Norm meint nur den Fall, wenn ein Dritter zur Übertragung verpflichtet ist. Das heißt, wenn der Aktionär einen Anspruch abgetreten hat. Wenn der Aktionär also eine Sache gekauft hat und seinen Anspruch gegen den Verkäufer an die AG abgetreten hat, dann reicht es, wenn die AG innerhalb von 5 Jahren irgendwann mal die Sache fordern kann. Für alle anderen Fälle, wo der Aktionär selber eine Sache übergeben muss, die er selber in seinem Vermögen hat, gilt weiterhin sofort. Das heißt, wir bleiben dann bei Satz 1, sind vollständig zu leisten, Klammer auf, vor der Eintragung. Die herrschende Meinung sagt, das steht im Gesetz nicht drin und wir wollen das Gesetz nicht auf den Kopf stellen. Der Wortlaut ist klar, der erfasst alle Fälle gleich. Damit kommen wir dazu, dass die Gründung einer AG sogar einfacher ist als die Gründung einer GmbH, weil man nämlich 5 Jahre Zeit hat, die Sacheinlagen zu erbringen, die also 5 Jahre lang weiter privat nutzen kann. Beziehungsweise 4 Jahre, 11 Monate und 30 Tage, denn nach 5 Jahren muss sie ja da sein. Gut, damit haben wir schon heute über Bar- und Sacheinlagen gesprochen. Nächste Woche kommt dann das Thema Kapital, das heißt Finanzverfassung. Da sprechen wir weiter über Bar- und Sacheinlagen. Aber wir sprechen auch über die Kapitalerhaltung und den Erwerb eigener Aktien. Dann kennen Sie sich aber wirklich aus mit dem Geld in der AG und wir können endlich zu den ganz spannenden Themen gehen. Wann kann ich den Vorstand verklagen? Wann kriege ich mein Geld bei VW zurück? Wann kann ich als Aktionär mal meine Reden halten vor gesammeltem Publikum? All das nächste Woche.
Und wenn Sie Reden halten wollen, nächstes Semester kommt wieder Herr Krämer von der Telekom und lädt Sie ein zur Telekom-Hauptversammlung. Nutzen Sie die Gelegenheit. A, gibt es da schlechtes Essen? Na gut, dafür lohnt es sich nicht. Aber B, können Sie dann aufs Podium gehen? Ich räume Ihnen eine Stimmrechtsvollmacht ein und Sie können dann da eine Rede halten. Da vor Massen, die Leute werden Ihnen zu Füßen liegen und man darf Sie nicht unterbrechen. Das wäre Ihre Chance. Nutzen Sie die nächstes Semester. So, bis nächste Woche.